Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, ihr hochgradig attraktiven Individuen da draußen an den Empfangsgeräten. Niska hier! Ich möchte mich mal einer kleinen Sache widmen. Und zwar, ihr Süßen da draußen, den ägyptischen Göttern möchte ich mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Denn wie die meisten bin auch ich eines von den Kindern gewesen, was damals nach der Schule nach Hause kam, RTL 2 angemacht hat um 14 Uhr und sich Yu-Gi-Oh! Den Anime angeguckt hat. Ich denke mal, da können wir uns einig sein, dass so viele auf den Trichter von damals gekommen sind und noch viele den Nostalgiker-Trip von Yu-Gi-Oh! Und auch im Anime wurden die ägyptischen Götter immer als die ultimativen Bossmonster gehandhabt, die so ziemlich keiner beherrschen kann. Doch, jetzt ist die Frage, warum spielt denn keiner die ägyptischen Götter, wenn sie doch diese massiven Kreaturen des Schreckens sein sollen? Gehen wir mal der ganzen Geschichte auf den Grund. Eins vorab, und zwar, das stimmt nicht ganz so. Von den ägyptischen Göttern hat so ziemlich einer einziges Mal geschafft, Metaplay zu sehen für 2 Wochen rum. Und zwar, das war Obelisk der Peiniger. Aber soll jetzt nicht so ins Grobe und Ganze reingehen. Eines der Hauptgründe, weshalb die ägyptischen Götter heutzutage keinen Play bekommen, ist einfach nur ausgrund von 2 Faktoren. Zu hohes Investment und zu wenig Effekt. Das sind eigentlich die Hauptgründe, weshalb die Dinger keinen Play sehen. Gehen wir mal kurz die einzelnen Monster durch. Wir haben einmal den guten Obelisk, der eine Protection hat, dass seine Summon nicht negiert werden kann. Und dann haben wir noch oben drauf die Tatsache, dass er 2 Monster tributieren kann und dann alle gegnerischen Monster auf dem Feld zerstören kann. Nachteil hier wiederum, er kann in dem Zug nicht angreifen. Dann haben wir noch Slifer. Slifer kriegt 1000 Angriffspunkte für jede Karte in deiner Hand. Und dann hat er noch sein zweites Maul, was den Effekt hat, dass er alle Monster in Angriffsmodus vom Gegner 2000 Angriff verlieren lässt. Und wenn sie auf 0 sind, werden sie zerstört. Pretty neat das Ganze, aber muss man leider auch mal raufbekommen. Auch hier 3 Tribute. Und dann haben wir noch Ra, mein Favoriten, der aber wahrscheinlich mit Abstand der schlechteste von den 3 ist. Ra sagt nämlich, dass der gute Boy so viele Angriffspunkte bekommt, wie du tributierst, beziehungsweise du kannst dich runterzahlen, dass du nur noch 100 Lebenspunkte hast. Und dann hat das Ding 7900 Angriff, du hast nur noch 100 Lebenspunkte. Und du kannst 1000 Lebenspunkte bezahlen und ein Monster auf dem Feld zerstören. Das sind jetzt mal die 3 ägyptischen Götter. Alle 3 brauchen 3 Summons und wir haben ein Problem hier. Das sind normale Summons. Wenn sie gespecialt werden, werden sie in der Endphase leider auf den Friedhof gelegt. Zu Deutsch, dass man sie mit Plays mit törichtes Begräbnis einmal in den Friedhof reinjagt und mit Wiedergeburt rausholt, hat man nicht sehr viel von den Monstern, weil sie sich dann am Ende des Zuges auch wieder verabschieden. Okay, 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 das sind schon mal die ägyptischen Götter. Aber Konami hat doch in den letzten Jahren immer wieder mal Support rausgebracht, damit die Karten doch spielbarer werden, nicht wahr? Gehen wir mal ein paar hiervon davon rein, und zwar die aktuelleren. Ich glaube, auch die beste Karte, die Konami in der Richtung rausgebracht hat, ist Soul Crossing. Soul Crossing ist eine Quicksplay-Zauberkarte, die es erlaubt, 3 Monster auch vom Gegnerfeld zu tributieren und dann im Gegner-Turn auch dann Slifer, Obelisk oder Ra rauszuholen. Der Gegner kann hier drauf nicht reagieren. Problem ist, du darfst keine Karten aktivieren, außer Divine-Karten. Ich glaube, eine Kartenaktivierung hast du noch frei. Das ist die beste Karte. Nur jetzt haben wir ein ganz großes Problem, was diese Karte betrifft. Sie ist nicht suchbar. Und da ist schon einer der größten Probleme, was diese ganzen Götterkarten-Support haben. Der Support der Götterkarten wird bis zu einem gewissen Punkt gedacht. Wird aber nicht vollende gedacht. Sie kriegen guten Support, der nicht suchbar ist. Es gibt keine Normal Summon der Götterkarten. Normal Summon suche aus dem Deck XYZ. Leider. Weshalb das Ganze sehr, sehr inconsistent ist. Und du dann auch so teure Töpfe wie Topf des Wohlstands oder Extravagant spielen musst, was das komplette Deck schon mal inhärent teurer macht. Wenn wir jetzt mal in die aktuelle Supportwelle reingucken mit den Megatins 2022, haben wir, glaube ich, noch 2 Karten dazu bekommen, die sind sehr, sehr interessant. Einmal zu Revived Sky God. Es ist eine faszinierende Karte, zu der ich schon mal ein Video gemacht habe. Den Link findet ihr da oben. Und zwar erlaubt es uns, den Slifer rauszuholen und dann können wir einen Floodgate Gegnerton und wir können 6 Karten ziehen nochmal. Problem auch hier, Slifer verabschiedet sich in der Endphase. Und dann haben wir noch Soul Energy Max, was es uns erlaubt, 2 Monster zu tributieren, 4000 Schaden zu bauen und mit einer Kombination einer anderen Schnellzauberkarte für Obelisk können wir nochmal 8000 Schaden oben drauf machen. Es sind alles nette FTK-Möglichkeiten, aber nichts, was wirklich konsistent ist, dass man sagen kann, okay, ich spiele jetzt ein Deck nur auf die ägyptischen Götter hin ausgelegt. Kommen wir zu einem nächsten Problem. Die ägyptischen Götterkarten, beziehungsweise der Support im Allgemeinen und drumherum, ist viel zu teuer. Ich habe das ja schon mal erwähnt, und zwar, ich habe mir mal ein komplettes Ra-Deck gebaut. Und ich habe für das Deck rundherum 300 Euro bezahlt. Das Problem ist, das Deck ist nicht gut. Es ist wirklich nicht gut. Da habt ihr bessere Chancen, mit einem 2004er Gold-Deck irgendwas zu reißen.
Ihr habt in der Regel vielleicht Sphere-Mode plus zwei Karten, die nichts machen. Und das war's halt auch. Dem Deck fehlen consistent Search-Karten, zu Deutsch ein enormes Sum, die etwas sucht, dass man irgendwas machen kann, was preiswert ist. Ein großes Problem habe ich einfach nur, ich habe das Gefühl, diese kompletten Götterkarten, die sind einfach nur da, dass Konami was den Nostalgikern in die Hand drückt mit den Worten, hier hast was und jetzt sei ruhig. Finde ich nicht cool, also ich fände es zumindest mal geil, wenn ägyptische Götterkarten auch zumindest mal auf einem Rogue-Level mithalten könnten oder ähnliches. Aktuell heißt es einfach nur, ja, ich habe mein Fun-Deck gebaut mit Ra und ich habe mein Obelisk-Fun-Deck gebaut. Das Problem ist, dass diese Fun-Decks gegen die kleinste Interaktion des Gegners schon sterben. Finde ich schade, ich wünsche mir, da gäbe es mehr in der Richtung, aber das sind eigentlich so ziemlich die Hauptgründe, warum keiner die ägyptischen Götter spielt. Zu Deutsch, viel zu hohes Investment, keine Effekte. Nicht suchbare Karteneffekte und viel zu teuer. Und damit verabschiede ich mich. Vielleicht konnte ich ein bisschen was aufklären. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Rein. Bye!